So, dann noch die Rangliste Nummer 30. Montag, 25.07. 12 Uhr. 606er Schnitt. Mal gucken, was die 30. Liste bringt. Wir noch mal in die Verlängerung vielleicht gehen und noch ein paar extra Listen dranhängen. Schauen wir mal. So, Tisch ist komplett. Und dann geht's ab. Ja. Wunderbar. Endlich bin ich nicht mehr dran. So, Pik da. Pflicht, Kreuzhand. Sieht aber nicht gut aus, dass ich vorher rankomme. 23 und 2 7 haben es gerade. War selber nur noch mehr. Um Gottes Willen. Machen wir den oder machen wir den nicht? Wir machen den. Wo ich kein gutes Gefühl habe bei 0. Das Gefühl hat getrogen. Das für eine Reizung war null. Sehr merkwürdig. Ja, der scheint etwas mehr zu reizen, mal gucken. Hand. Grenzwertig. Herz sollte in aller Weise rauskommen.
glaube 53 was plus, wenn es ehrlich zugeht. Trumpf aus. Richtig genommen. Dieses schöne Spiel. Ja, am Wochenende war mal wieder LiveSkat in Altenburg, der DSKV Cup. Ich glaube 270 Teilnehmer oder so. Ein gut besetztes Feld. Bei Skatguru kann man sich die Ergebnisse anschauen. In der ersten Runde eine 4 zu 3 Liste mit 8 von der gegnerischen Partei. Gehabt. 350 Punkte, das war nicht so schlimm. Das ist offensichtlich doch ein Sechstrümmer, wo wir dann nur rauskommen, wenn überhaupt. Glaube ich zumindest. Ein bisschen gruselig. Sieht aber ganz stark dann eher. Ja, alles in Ordnung. Ja, danach lief es ein bisschen besser. Überall in den Wertungen zum Schluss. Vorne mit dabei. Wie gesagt, kann man sich alles anschauen. Aber 4 zu 3 mit 8 von den Gegnern. So eine Startliste, so eine erste Liste bei so einem langen Turnier hatte ich, glaube ich, wirklich noch nie. An einem Tisch, der jetzt spielerisch auch nicht bei weitem nicht exzellent oder so war. Ja, passiert halt. Lief halt gar nichts. So, drei Jungs, er hat direkt gestochen, Herz Ass 10 zu viert. Irgendwas habe ich blank, glaube ich, abgeworfen, was ich nicht mehr weiß. Kreuz wahrscheinlich, muss es ja gewesen sein. Karo König zu dritt, könnte hier noch Karriere machen. Er weiß jetzt nicht mehr. Ja. Ja, der Stich ist da. Nullobert, der sieht sehr gut aus. Hat schon lange gebraucht für die Spielansage. Vielleicht hat er einen Bauern gedrückt und wegen Gang überlegt. Nee, hat er nicht. Okay. 3x 2-0 nach 6 Spielen. Ehrlich aufgeteilt. 6 Atout und nichts dazu. Grenzwertige Reizung. Ohne eine wirkliche Verstärkung im Skat wird es nichts. Aber ihr kennt mich ja inzwischen. Okay. Pikant. Schutzkönig.
Und dann 6. Die Lusche richtig ist, jetzt war ich jetzt schon zu bezweifeln. 17. Schauen wir mal. Weil ich beide Kreuze nicht nachspielen, damit er nicht keinen Fehler macht. Aber es war offensichtlich komplett verkehrt. Und auch egal, Pik Ass liegt wohl im Skat. Das wäre meine Verstärkung beim Kreuzspiel gewesen, die auch ausgereicht hätte. Aber er hatte halt ein schönes Spiel. So, das Spiel ist, glaube ich, nicht passbar. Sechs volle. Quatsch, das sind ja nur 5. Nicht nix, wunderbar. Ja, was machen wir mit der Karte? 38, 49, ohne Pik Ass wird es nichts werden hier. Wir machen den Gang. Wir machen den Gang. Ja, die ist gut gegangen. Glücklicherweise. Problem bei dem Pik-Spiel ist, die Trumpf 10 nach Hause zu kriegen. Also, außer auf dem blanken Herz Ass schwer möglich. Die Krankheit jetzt sehr glücklich gewonnen. Der Rechte darf natürlich niemals die Kreuz-Dame abwerfen. Allerdings wird er wahrscheinlich nicht geahnt haben, dass sein Partner noch einen zweiten Buben hat. Deswegen wollte er wohl Augen rein machen. Ja, keine Ahnung. Denke mal nicht, dass der sich gefragt hat, wie der Gang noch gehen soll, wenn ich den zweiten Jungen habe. So. Ist auch kein vielversprechender Stich. Waren von da gereizt. Was bedeutet? Naja. So ein starkes Spiel, Schneider-Ritzky. Im Gleichstand nach vorne, alle 3 zu 0. Und zweimal sogar punktgleich 277. Mittelhand 18, ich weiß nicht, ob ich weiter reins ist, ohne 2 und. Ja. 14 unten. Pik. Kein Doppelläufer in Pik, wird es kompliziert.
57 haben wir schon, ne? Ja, 64. Guter Bluff von Spieler 2, hätte ich ihm gar nicht zugetraut. War ein guter Bluff, ich bin noch nicht drauf eingegangen. Wegen Alternativlosigkeit. So, dafür mache ich jetzt hier gerade wieder ein bisschen lockeren Reizvorgang. Spieler 2 schaltet sich auch noch ein. Weiß gar nicht, warum der mich überhaupt geblufft hat mit dem König. Er hatte ja eh noch. Hatte ja eh keinen Abwurf. 33 weg. So, was jetzt werden wir gleich erfahren, was hier gereizt wurde. Wenn er Pik spielt, hat er Herz gereizt. Wenn er dann auch eine Lorette haben. Theoretisch auch ein Kreuz spielt, dann weiß ich nicht, was er gereizt hat. So, okay, wir wissen schon mal, dass er eine Lorette gereizt hat. Und wir wissen sogar, dass der eine Lorette rein ist. So, wenn es hier im Gleichzug weitergehen sollte, sollte jetzt Spieler 1 das Spiel machen. Sehr unwahrscheinlich, dass man dieses Spiel jetzt hier bekommt. Ja. Naja, wir brauchen mal nicht die 73 Punkte, 2 Schnittpunkte. Uninteressant. Natürlich sind es ja 96, wenn ich zum gewonnenen Lippen Euro finde, was dann wieder 3 Schnittpunkte wären. Aber wegen diesen 1,50 € Sprüngen oder was auch immer es dann gibt. Platz 1 diesen Monat, herzlichen Glückwunsch, ist wohl eindeutig an Tiki88, unseren lieben Christoph, der uns ja ab und zu auch mal unterstützt am Dienstag mit dem Daniel. 23 mal Peak. Gott, ich tippe auf sehr viele Buben. Dem Fall sind es 3. Würfel Kreuz Dame zu dritt. 3 alte Kreuz Ass 10 Lusche. Oder Kreuz Ass König Lusche interessiert mich jetzt hier absolut nicht. Oh, Pik Ass haben wir auch noch. Pik Ass und Kreuz Ass König Lusche. Oh, und hat Pik gespielt. Wow. Und Karo 10 noch zu drücken. Und Herz 10. Naja, also das war jetzt wirklich ein fragwürdiges Pik-Spiel. Aber wir stehen alle 4-0. Mal gucken, ob das so zu Ende geht hier, diese Geschichte. Da müssten wir ja alle 6-0 stehen zum Schluss. So, unter diesen Voraussetzungen ist das auf jeden Fall ein Gramm. Wir stechen auch den. Jetzt ins Viererfeld reingeschoben, oder was ist das? Den andersrum wahrscheinlich schneller. So haben wir ihn gewonnen. 4,76. Kein Gegentor, das bis jetzt war, glaube ich, auch wirklich noch nicht viel drin.
Ja, das ist jetzt. Das ist jetzt ein Spiel für die Skatschule. Wir geben ab 7 Augen. Die können machen auf die 7 Augen ein Ass und 3 Zehnen. Sind 41. Zwei Könige und eine Dame, weil wir einen König haben. Also weil wir zwei Könige haben. Wir haben drei Könige. Wir spielen trotzdem Langhand. Was? Um Gottes Willen. Hatte der nicht Piklusch abgeworfen im ersten Stich? Weiß. Oh, gar mal das 670. Bin die Geschichte mir auch ehrlich gesagt nicht genau angeguckt. Okay. Optisch stabiles Kreuzspiel. Okay. Jetzt Würfel könnte unangenehm werden jetzt. Gut, er soll den ruhig überstechen, das ist mir egal. Jetzt 22, 25, jetzt sollte kein Herz kommen, sonst sitze ich in der Zange. Das wäre dann doof. Ja. Sieben, 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 44, 106 sind 138 durch 30 sind irgendwas mit 4 Komma hin und her. Das heißt, der Endschnitt wird dann sein nach 30 Listen zumindest bei 610. Damit wird man in der Regel Zweiter bis Dritter. 21, kurz mal mitzählen hier, 21 und 6, 27. Der rührt hier ganz schön in der Karte rum. Zwei blanke Asse würde noch gehen, denke ich mal so. Oh, dann haben wir 62, wenn man mal Kreuz 10 hat. Also jetzt ein bisschen mehr noch mit dem König. Sind nochmal 1,3 Schnittpunkte ungefähr dazugekommen. Ne? 40 Punkte durch 30, 1,3 Schnittpunkte. Haben wir letztes Mal ja besprochen. Pik 7 macht nur wer? Quatsch. Stimmt nicht. Weg, weg. Ach, ich schaff's einfach nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Herz. Ach, wir spielen jetzt mal Chance. Hoffentlich, dass Kreuz Ass rauskommt.
24. 25. Okay, 39. Herzbezweigen geworden. Haben wir nochmal 80, knapp 3 Schnittpunkte dazu genommen, bekommen. Ich gesagt, weiß ich nicht, ob es hier noch ein Gegner ist. Und jetzt Karo nochmal überstichen oder was? Haben wir 611 ungefähr. Endschnitt. Aus Versehen mal wieder zu Null gespielt. Naja. Okay, wenn jetzt Pik König kommt, da drei Jungs, Pik 10, König zu viert. Pik 9 kommt, hat er das trotzdem auch. Noch drei unbekannte Karten. Ein 7 Abwurf. Natürlich kurz Ass, alles andere muss ja verkehrt sein. Okay. Das bringt uns auch nicht wirklich weiter, ne? Eine unbekannte Karte, Karo Ass ist die zweite unbekannte Karte und Karo Lusche die dritte unbekannte Karte. Wollte er nicht kurz Ass drauflegen? Was war denn da los? Hätte uns auch nicht zum Sieg gebracht. Wäre aber optisch seriös gewesen. Naja, okay. Gut, lieben Dank. Schauen wir mal, wie es geworden ist. Bis bald. Tschüss.